eine tolle Final-Challenge. Wer ins Finale zieht, das entscheidet natürlich nicht ihr. Süße Rache. Wie entscheidet sich Michelle? Und vielleicht Verrat? All das und noch viel mehr gibt es in der 11. Folge und dem großen Finale vom Paradise Hotel. Ja, in der letzten Folge sind die alle rausgeflogen, außer Nikita und Jan und Luisa und Marco, die jetzt im Finale sind. Und wir fangen einfach mal mit der spannenden Finalfolge an. Es gibt ja nur noch zwei Paare, die im Spiel sind. Und die werde ich jetzt mit einem leckeren Frühstück überraschen. Ja Leute, es gibt Frühstück ans Bett. Und irgendwie ist in meinem Kopf drin, dass jetzt Angela mit einem Tablett da reinrennt und sich zu denen setzt und mit denen im Bett gemeinsam kuschelnd frühstückt. Das ist so ein bisschen weird, aber es ist in meinem Kopf und das verstört mich. Morgen. Sitzt euch aufs Bett. Ich habe Frühstück für euch vorbereitet. Das ist ein schönes Frühstück. Schöne Überraschung. Ja, voll die schöne Überraschung. Ja, die schöne Überraschung. Ja, wenn man halt schon komplett angezogen ist und losgehen will und man dann doch im Bett frühstücken soll. Tolle Überraschung. Gute Grundvoraussetzung. Wir merken immer mehr, so gerade das heute war so, er zieht das an. Ich so, hey, ich habe das auch. Also, okay, Nikita und Jan, die verstehen sich anscheinend echt gut. Man merkt da so eine kleine Basis, das ist schon entstanden. Das ist überraschend, vor allem für die kurze Zeit. Und hey, sie werden halt weiter ausgequetscht. Und vielleicht die Kirsche auf der Sahnetorte, dass ich einen Mann hier kennenlerne, der mich interessiert. Als ich diese Szene das erste Mal gehört habe, habe ich gefragt, warum will sie ein christliches Gebäude auf einer Sahnetorte haben? Ein bisschen gedauert, bis ich Kirsche verstanden habe. Also das ist eine Kirsche. Ja, egal. Bei Luisa und Marco allerdings sieht diese ganze Szenerie ein bisschen anders aus als mit Nikita und Jan. Überraschung! Es gibt Frühstück! Ja, da ist es richtig. Sie liegen noch im Bett. Sie sind noch am... Sie waren beschäftigt. Und ja, da sind sie überrascht. Auf jeden Fall, ja. Warum geht's euch gut? Weil wir hier sind. Ja. Weil wir noch hier sind, ja. Nikita und Jan, warum geht's euch gut? Oh, weil wir langsam merken, es läuft bei uns. Marco und Luisa, warum geht's euch gut? Ja, weil wir hier sind. Wie geht's denn weiter mit euch? Ja, so weit haben wir noch nicht gequatscht. Oh Marco, was ist denn das für eine Anfängerantwort? Die richtige Antwort ist, die man dann immer gibt. Ja, wir verstehen uns gut und wir finden, das ist eine Basis, die man aufbauen kann. Bla bla bla. Das sagt man doch immer. Ach Leute... Mein Gott, das ist wirklich keine 1x1 für Trash-Love-Sendungen. Wirklich. Ihr Lieben, herzlich willkommen zum Halbfinale im Paradise Hotel. Ihr habt gelacht, geweint, geliebt, gefeiert, ihr habt gekämpft. Also geliebt jetzt nicht wirklich, aber gelacht, geweint, gefeiert und gekämpft, das stimmt schon. Aber geliebt? Also gab es wirklich Liebe? Ich bezweifle es einfach mal. Also in den Jahren habe ich fast alle Finger gebrochen. Weil ich einfach so angespannt war und so nervös. Nikita, ist jetzt auch nur das Halbfinale einer kleinen Trash-TV-Sendung. Beruhig dich, Nikita, reiß dich zusammen! Ein extrem unbeschreiblich gutes Gefühl. Ich hätte es nie gedacht und ich bin extrem glücklich, jetzt hier mit ihm zu sitzen. Also wenn wir mal zurückblickt, hätten wir es eigentlich auch niemals gedacht, dass Luisa da im Finale sitzt, weil das war ja immer ein Heckmeck mit ihr. Keiner wollte sie und sie ist trotzdem weitergekommen, wie sie auch immer sie das gemacht hat. Ja. Läuft bei ihr. Wer ins Finale zieht, das entscheidet natürlich nicht ihr. Genau, warum solltet ihr es auch entscheiden, dass ihr ins Finale ziehen könnt und dafür kämpfen sollt als Paar? Das ist doch totaler Schwachsinn, dass ihr das entscheidet. Es gibt nur eine logische Lösung. Entscheiden eure ehemaligen Mitbewohner. Ja, das klingt doch super fair. Manche Mitbewohner hassen sich nämlich, da entscheiden die sich bestimmt richtig objektiv. Und manche Leute kennen doch Nikita und Jan nicht. Das wird ja auch bestimmt super klappen. Also, wie unfair ist das denn? Und mal kurze Frage, wenn Yücel oder Tunja ins Finale gekommen wären, dann hätte sich der andere ja auf jeden Fall hundertprozentig safe schon mal für den entschieden. Wie unfair ist das? Also, das ist immer so unfair. Kacke bei RTL. Ich finde irgendwann, wenn der Job eines Fairness-Beauftragten gesucht wird und freigegeben wird und whatever, dass die einen brauchen, hier ist er. Weil das unfaire Kacke ist. Aber jetzt gucken wir uns trotzdem an. Starten mit David. Ich glaube, David wird sich zu mir stellen, weil wir ein super gutes Verhältnis miteinander hatten. Stimmt, da hat Luisa recht. Da müsste sich eigentlich David ganz klar für Luisa entscheiden. Für wen auch sonst. Und stell dich hinter das Paar, das du gerne im Finale sehen möchtest. Wow, David. Einfach nur wow. Auf dem Weg umentschieden. Ne, nicht die... Na, ja, Luisa hat sich schon mal getäuscht. Läuft ja super. Allerdings hat sich doch Shay für das Team Nikita und Jan entschieden. Wir fragen uns so, hä, warum? Weil ich einfach beide gut kenne bis jetzt. Den Marco kenne ich jetzt eigentlich gar nicht. Deswegen habe ich so entschieden. Okay, da muss man sagen, ein gutes Argument. Vor allem Marco wollte sie auch schon damals am Anfang nicht küssen. Also da kann man sich auch nochmal gegen ihn entscheiden. So doppelter Korb. Weiter geht's. Bei Tobi, das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum er sich zu Jan und Nikita gestellt hat.
Das kann ich unterschreiben, weil Tobi kennt weder Jan noch Nikita. Aber naja, in der ersten Folge hat Luisa ihn rausgekickt. Von daher kann ich verstehen, dass Ken sich halt jetzt für Nikita und Jan entscheidet. Aber trotzdem irgendwie seltsam. Die Sache ist relativ klar eigentlich, dass Shelley sich zu uns stellen wird, weil wir uns einfach am besten gekannt haben und am besten verstanden haben. Spoiler Alert, Shelley stellt sich auch zu Nikita und Jan. Ganz schön traurig. Jelle, ernsthaft? Zu Luisa und Marco? Ah, wie witzig der Jijel ist. Der ist angetäuscht, dass er zu denen geht, um sich nur die Schuhe zu spinnen. Boah, Jijel, du hast es krachen. Wie respektlos und lustig ist das bitte. Also, wenn es jetzt spannend gemacht werden soll mit, hey, der hat schon 5 und der hat schon 5 und Jijel so, ha, nur angetäuscht, wäre es vielleicht noch ein bisschen lustig gewesen. Also, keiner steht bei Luisa und der so, angetäuscht, zu euch zu gehen, ich bin doch nicht bescheuert. Ja, aber dann könnte auch Michelle an die Reihe und wir sind alle so, oh mein Gott, wen wird die denn wohl jetzt nehmen? Wie entscheidet sich Michelle? War jetzt auch spannend, für wen sich da Michelle entscheidet, ne? Krass, krass, krass. Ja, Marco ist also top, top, top. Kennt ihn gerade mal 3 Tage. Hat ihn wahrscheinlich schon am Cookie rangelassen. Ich lasse sie doch nicht gewinnen. Sie hat den Marco wahrscheinlich schon an den Cookie rangelassen. Boah, diese Bezeichnung dafür, das macht mich fertig. Vor allem, selbst wenn Luisa schon mit ihm Spaß gehabt hätte. Na und, dann hätte sie es halt gehabt, wenn sie es will. Ist doch okay. Aber naja, Michelle ist halt Michelle, ne? Ja, ja. Ihr Leben besteht nur aus Sex, aus Freizügigkeit, Arsch präsentieren, kaum was anziehen, rumrennen wie eine Schlampe. Ja, so, was soll ich dazu sagen? Die weiß schon, dass die alle so rumgelaufen sind, weil das war einfach dauernd Pooltime und alle sind nur mit Kini rumgelaufen in jeder Folge. Aber okay, Michelle, wenn man jemanden hasst, dann ist es natürlich alles Negative, was die macht, alles scheiße. Man kann nicht mehr rational denken. Ach, das kann Michelle, glaube ich, sowieso nicht ganz. Ach, bisschen übertrieben. Naja, aber auch Tunjai entscheidet sich für Nikita und Jan. Sich auf jeden Fall eine sehr großartige Zukunft und deswegen wollte ich mein Glück mit denen auch hier teilen. Er möchte sein Glück mit ihnen teilen. Das ist ein bisschen hochgestochert, oder? Ja, schon ein bisschen sehr. Du musst es mir jetzt mal erklären, warum sind hier so viele Menschen und hier ist keiner im Moment? Ja, ich finde auch, dass Julia das mal erklären sollte, warum das so ist. Warum Julia? Also wirklich, Leute, warum Julia? Die ist jetzt auch nicht gerade die Meisterin der großen Worte. Vor allem auch, dass jeder erzählt, warum er sich für Nikita und Jan entscheidet. Und Angela so, habe ich ein bisschen Salz und ist dann von, ne, los geht's. Das ist schon krass. Es hätte sich ja einer theoretisch wegen Zivilcourage hinstellen können. Ist aber nicht passiert. Selbst der Andi hat sich für Nikita und Jan entschieden. Und man denkt sich so, Shelly, du hättest dich doch Zivilcourage für deine Freundin Luisa entscheiden können. Aber... ja, hätte auch jemand anders tun können, ne? Wir sehen uns dann im großen Finale. Ihr dürft wieder zurück ins Paradise Hotel. Ja, Nikita und Jan haben 13-0, 11-0, irgendwie zu 0 gewonnen. Richtig gut. Und jetzt startet das große, große Finale. Wir sind gerade ganz gespannt und aufgeregt, oder? Herzlich willkommen zum großen Finale im Paradise Hotel. Für Nikita und Jan geht es zum letzten Mal um alles. Angela ist einfach die geborene Moderatorin, oder? Das Kleid macht mich ein bisschen fertig, muss ich gerade mal sagen. Aber es geht jetzt für sie um alles. Geld und Liebe. Ja. Aber deine Nervosität merkt man dir ganz schön an. Was ist los? Ja, man weiß ja nicht, ne? Oh, man weiß halt nicht. Vor allem, man ist eigentlich auch der super Arsch, wenn man die Kugel fallen lässt. Aber wir bleiben mal alle ganz gespannt, was da jetzt passiert. Ich hoffe, dass die beiden sich für die Liebe und die Kohle entscheiden. Das wäre nämlich schlauer. Das wäre nämlich schlauer. Ja, Leute, wenn Michelle sowas sagt und so eine Fratze zieht, dann wisst ihr, es ist hier real. Ja. Ich glaube, Nikita wird sich schon für die Liebe entscheiden, einfach aus dem Grund, wir haben uns alle hinter die gestellt. Wie käme das denn bitte rüber, wenn sie sich jetzt nur fürs Geld entscheiden würde? Sei doch mal ehrlich. Wie eine Person, die eigentlich gar keine richtige Zuneigung empfunden hat und das eigentlich in einer Sendung, wo es ums Geld geht, nur fürs Geld gemacht hat, so käme es rüber. Naja, aber nun beginnt das große Finale und ich zeige euch mal ganz kurz eine Szene dazu und ja, dann rege ich mich auf. Geht einen Schritt nach vorne. Okay, jetzt für alle, die es halt nicht wissen. Sie haben diesen Teppich mit 2000er Stufen bis 20.000 und eine Kugel in der Hand. Und jetzt ist es so, wenn sie die Kugel fallen lassen, kriegen sie das ganze Geld, wo sie halt gerade stehen. Sprich, stehen die bei 2000, kriegen jetzt 2000 Tacken und der andere nichts. Stehen die bei 18.000, lassen die Kugel fallen, kriegen sie 18.000 und der andere nichts. Wenn sie bei 20.000 beide die Kugel nicht fallen lassen, kriegen beide 10.000. Was ja auch okay ist, dass danach chattet man sich für die Liebe. Ja, ich habe mich gefragt, warum diese Folge 20 Minuten noch dauert ab dieser Szene und habe es dann schnell erfahren, weil die gehen einen Schritt, stehen dann bei 2000 und Angela, jetzt habt ihr Zeit zu denken. Und man sieht dann, wie die denken. Also man sieht, man guckt in eine Minute zu, wie die denken und Angela, jetzt könnt ihr einen weiteren Schritt vorgehen. Und jetzt habt ihr Zeit zu denken. Und das dann wieder so 20
Minuten, Leute. Vor allem bis 10.000 macht es einfach keinen Sinn, die Kugel fallen zu lassen. Das war einfach das Langweiligste überhaupt. Gut, ich habe mich genug ausgekotzt, jetzt geht's weiter. Ich merke bei euch beiden, ihr werdet nervöser. Ihr wisst nicht, wie der andere sich entscheidet. Angela holt mal ihre Temptation Island Manipulationsfähigkeiten raus, aber nicht mit Nikita und Jan. Die halten die Kugel noch fest. Man kann den Menschen ja immer nur vor den Kopf kacken, ja? Man kann den Menschen immer nur vor den Kopf kacken. Ich habe nicht ganz verstanden, was sie gesagt hat. Ich glaube, sie sagte gucken, aber sie sagte auch nicht. Also hört euch das nochmal an, sie sagt es nicht. Man kann den Menschen ja immer nur vor den Kopf kacken, ja? Boah, 16.000 Euro. Jetzt geht's richtig los. 16.000? Boah, das ist echt krass. Leute, 16.000 ist gerade mal die zweite Gewinnstufe bei Wer wird Millionär. Also chillt mal, das ist jetzt auch nicht... Das sind 10 Wer wird Millionär-Fragen, ja? Okay, okay. 18 Mülle, pfff, krass. Malediven, lalalalalala. Jetzt stell dich mal kurz Michelle im Finale vor. Michelle lässt bei 18.000 die Kugel fallen und alle fragen so, Michelle, warum hast du das gemacht? Und Michelle so, Malediven, lalalalalala. Alles klar. Oh, wie schön, dass Nikita solche schwitzige Hände hat und sie am Kleid abwischt und halt eine Hand von der Kugel loslässt. Ich hätte es so gefeiert, wenn Jan so, scheiße, lässt ihre Kugel fallen und eine Kugel fallen lässt. Das wäre toll gewesen, wirklich. Naja, und nun zum Schluss nach 18.000 folgt der letzte Schritt bei 20.000. Und die Frage ist, lassen sie jetzt ihre Kugel fallen und kriegen 20.000 Euro oder lassen sie die Kugel in der Hand und teilen sich die 20.000 Euro und haben sich für die Liebe entschieden. Wir sind alle so aufgeregt, oder? Ihr habt euch für die Liebe entschieden? Und für 20.000 Euro. Die haben sich für die Liebe entschieden. Oh mein Gott. Das hat mich irgendwie so gar nicht gecatcht jetzt. Nicht so wie bei Are You The One oder anderen Dating-Formaten. Das hat mich nicht gecatcht. Mann, Mann. Allerdings gibt es eine Person, die es gecatcht hat. Und das ist Michelle. And I will always love you. Oh mein Gott, das war so wunderschön. Oder selbst Whitney würde jetzt weinen. Und wir alle wissen, warum Whitney weinen würde. Genau. Ja, und das war's auch mit dem großen Finale von Paradise Hotel gewesen. Das war alles. Wow. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne Daumen nach oben da. Ansonsten, hier sind alle Einblendungen. Ihr wisst, wie das läuft. Klickt einfach überall drauf und freut euch dran. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.